Einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich dir gerne ein Buch vorstellen, welches für mich wunderbar als Buch und auch als Film funktioniert hat. Also ich kenne beides. Und beides hat mich dermaßen berührt, dass mir die Tränen kamen. Ich rede von Der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne. Ich habe dir schon mehrere Bücher von John Boyne vorgestellt und du siehst, dass der Autor ja mich immer wieder berühren kann, und das hat er hier richtig gut gemacht. Wir haben hier einen kleinen Jungen, der mit seiner Familie an ein Konzentrationslager zieht. Der Vater wird dort als Wächter arbeiten, als Aufseher, und der Junge wird sich mit einem Jungen aus diesem KZ anfreunden. Das Wundervolle an diesem Buch ist, dass die beiden eine ganz tolle Freundschaft haben, und der Junge, also unser Junge, wird sich auch im Konzentrationslager bewegen, wie auch umgekehrt. Und das hat mich damals so dermaßen berührt, und das Ende hat mich absolut schockiert und zu Tränen gerührt. Also eine wundervolle Geschichte, die ja einen doch bewegt. Und daran sieht man immer wieder, was Freundschaft wirklich ausmacht. Ich empfehle dir dieses Buch, falls du es noch nicht gelesen haben solltest, es mal zur Hand zu nehmen. Es ist einfach grandios. Einfach grandios. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ganz tolle Lesestunden. Bis morgen. Ciao.